Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir heute den zweiten Teil von den Fragen und Antworten. Also wir beantworten heute wieder eure Fragen, so rum. Ich habe heute die Mutti mit dabei wieder. Die stellt mir heute eure Fragen. Stellt heute eure Fragen an mich. Wir werden sie zusammen versuchen zu beantworten. Ich habe hier gerade gesagt, sie soll mal die Brille absetzen, weil sich unser Licht sonst in ihrer Brille spiegelt. Aber sie kann nicht ohne Brille lesen. Also, wir wollen jetzt gar nicht lang hier komisches Zeug erzählen, sondern fangen dann einfach mal an, ne? So, Mutti, fang mal an zu fragen. Wirst du oft auf der Straße oder auf den Turnieren erkannt? Nein. Auf der Straße werde ich nicht erkannt. Warum auch? Also so viele Leute kennen mich ja jetzt auch nicht. Und Turnier kann ich jetzt auch nicht sagen, weil letztes Jahr habe ich erst so mit den Videos angefangen und dann kannte mich ja auch noch niemand. Und jetzt fängt die Turniersaison ja erst an. Aber einmal in Frankfurt beim Hessischen Rundfunk, da waren wir und das hatte gar nichts mit Pferden zu tun und da hat mich auf dem Klo jemand erkannt. Also auf dem Klo hört sich doof an. Da hat mich auf der Toilette jemand erkannt. Ja, die hat gefragt, ob ich eine Seite für mein Pferd habe und kannte mich. Ja, das war schon komisch. Aber schön. Ja, ist doch immer nett, wenn man sich mit Leuten unterhalten kann. Warum filmst du oft im Auto? Weil sich das anbietet. Keine Ahnung, wenn man in den Stall fährt oder so und ist zu zweit unterwegs, dann kann man ja schon mal filmen und erzählen. Hi, wir sind jetzt auf dem Weg in den Stall und wir machen heute das und das. Ja, deshalb filmen wir oft im Auto. Halt so, wenn man gerade aufs Turnier fährt oder vom Turnier wegfährt oder so. Oder in den Stall fährt und vom Stall heimfährt. So als Einleitung und Ende. Abschluss. Also, hat keinen besonderen Grund. Möchtest du jetzt auch wieder öfter reiten? Wenn ich die Zeit finde, ja. Das war so eine Antwort. Also, ich würde sagen, früher bin ich ja auch geritten, als ich 15, 16 war. Das ist schon ein paar Jährchen her. Wenn der Espresso nicht so schwierig wäre, würde ich ihn auch reiten. Oder würde ich auch öfters reiten. Aber das ist echt schwierig, den zu sitzen. Und allein der Trab ist schon... Willst du ihn mal springen? Wollt ihr mal ein Springvideo von der Mama sehen? Nee. Nein, ich möchte noch. Das wäre bestimmt witzig, oder? Nein. Schreibt mir mal, ob ihr ein Springvideo von ihr sehen wollt. Vergisst's. Braucht ihr gar nicht schreiben, mach ich eh nicht. Doch, das wäre doch bestimmt witzig. Und wie bist du zu YouTube gekommen? YouTube. 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 Wie bist du zu YouTube gekommen? Das hat alles angefangen, 2006. Da habe ich angefangen, so Videos zu bearbeiten mit Bildern, dass man ganz viele Bilder hintereinander gepackt hat, mit irgendeinem Lied drunter und dann auch vielleicht nochmal irgendein Text oder so. Und das war dann das fertige Video. Also so richtig gefilmt beim Reiten hat man da eigentlich noch nicht. Und da bin ich zugekommen, weil das eine Freundin von mir auch gemacht hat, die bei mir im Stall war. Und dann war das aber so, da hast du alle 4, 5, 6, 7 Monate mal ein Video hochgeladen. So richtig angefangen habe ich damit dann letztes Jahr im Juni, Juli, als ich auch mein erstes Follow Me Around hochgeladen habe. Mit mir? Mit der Mutti, ja. Und ich kann euch sagen, ich habe das 3 Monate vorher schon gedreht, bevor ich es hochgeladen habe und habe andauernd mal irgendwas weggeschnitten und wieder bearbeitet. Habe alles gedacht, da sagst du was Peinliches und solltest du das auch mit reinnehmen oder solltest du es lieber nicht auch noch wegschneiden? Also ich hatte mich erst gar nicht getraut, das so hochzuladen. Jetzt. Aber es ist doch eigentlich ganz lustig. Ja, es war dann doch ganz witzig. Ja. Und dann, jetzt mache ich es halt regelmäßiger. Dann wurde gefragt, ob wir den Espresso in 4 Worten beschreiben können. Dann fang du mal an. Wild, temperamentvoll, wach. Wach? Und dann noch wieder schläfrig. Das ist aber jetzt nicht so lieb eigentlich. Okay, dann mache ich mal weiter. Also ich würde sagen... Süß, ein bisschen stur, lustig und zerstörerisch. Oh ja. Wann hattest du deinen ersten Freund? Wann war denn das? Erste Klasse? Kann sein. Der hat mir mal Rosen geschenkt von seinem Taschengeld. Da war er 6. Ja, dann hat er die vor die Tür gelegt, geklingelt und ist weggerannt. Mhm, aber manchmal hat er sie mir auch gegeben, ich soll sie weiterleiten. Das ist voll süß. Ja. Ja. Und richtigen Freund mit 16. Total viele Leute haben mich gefragt, ob ich sie mal grüßen kann.
Aber ich kann jetzt leider nicht ganz viele Leute grüßen. Deshalb grüße ich euch einfach alle. Fühlt euch alle gegrüßt, okay? Grüß mal die Leute. Hallo. Sag mal. Grüße euch alle. Wie sagt sie? Sie lacht einmal nett, fühlt euch gegrüßt und geküsst. Macht so. Und jetzt seid ihr alle gegrüßt, okay? Was ist jetzt runtergefallen? Würdest du gerne mal Western reiten? Würdest du gerne mal Western reiten? Ja, das würde ich schon gerne mal ausprobieren. Also ich habe zwar schon mal im Westernsattel gesessen, aber ich bin jetzt noch nie so auf einem ausgebildeten Westernpferd richtig Western geritten. Aber ich fände es schon mal cool. So, das ist bestimmt mal eine ganz andere Erfahrung, weil die Pferde sich auch ganz anders reiten lassen und auch auf die reiterlichen Hilfen ganz anders reagieren. Ich fände es schon mal, interessant zu sehen. Genauso wie Volti. Also so voltigieren, das habe ich auch noch nie so richtig gemacht, aber das fände ich auch mal ganz witzig so zum Ausprobieren. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da irgendwie einen Handstand auf dem Pferd könnte. Ich kann auch nicht mal einen auf dem Boden. Hast du einen Freund? Nein. Im Moment nicht. Wenn du einen Freund hättest. Habe ich aber nicht. Müsste er wahrscheinlich auch 300% hinter dir stehen, was dein Sport angeht, oder? Ja. Also der müsste jetzt nicht jeden Tag in den Stall kommen, aber mal so ab und zu mit aufs Turnier oder sich so ein bisschen interessieren und so ein bisschen nachhaken, was es so mit dem Pferd auf sich hat, wäre schon nicht schlecht. Aber man muss natürlich auch sein eigenes Hobby haben, dass man sich auch was erzählen kann. Wie lange bist du denn schon Vegetarier? Seit 2007 esse ich gar kein Fleisch, oder? Ja. Da war meine Konfirmation und da weiß ich, dass ich da sicher schon kein Fleisch mehr gegessen habe. Und davor aber auch schon lange Zeit wenig oder manche Sachen gar nicht mehr. Also schon wirklich lang. Und ich habe da macht auch keine Ausnahme. Also ich esse da auch keinen Fisch oder mal an Weihnachten Fleisch oder weil jetzt der Bauer nebenan gerade da die Wurst frisch gemacht hat, dass ich die esse. Nee, esse ich nicht. Ich vermisse auch den Geschmack von Fleisch nicht. Oder, boah, nee. Welche Rasse ist Neo? Der Neo? Der Neo ist ein Straßenhund. Den haben wir vor 4 Jahren, vor 4 Jahren aus dem Urlaub mitgebracht und der verhält sich so ein bisschen wie eine Katze und ist so biegsam wie eine Katze und gelenkig wie eine Katze und springt überall hoch wie so ein Kätzchen. Und ist süß, gell? Und er ist ein Straßenhund, also keine Ahnung, was da alles so drin ist. Geprägt ist er auf jeden Fall ein bisschen von den Katzen, ist nicht so ganz wie so ein Hund, aber ja, das war der Neo. Wie sieht denn dein Traumstall aus? Ja, Traumstall, das ist so ein großes Wort irgendwie. Klar findet man so neue Ställe schön, wo alles so neu ist halt. So ein Neubau und schön angelegt mit, was weiß ich, Beeten oder keine Ahnung, was ich meine. Aber ich finde, die Hauptsache ist, dass es dem Pferd gut geht, dass das Pferd rauskommt, auf die Koppel, aufs Paddock, genug Heu zu fressen hat den ganzen Tag, schön im Stroh steht, gutes Futter kriegt und dem Pferd ist es ja dann egal, ob der Stall neu ist oder nicht. Hauptsache die Box ist groß genug und ja, dem Pferd geht's gut. Und was halt im Stall nicht fehlen sollte, ist ein schöner großer Platz, damit man halt auch gut reiten kann und auch mal schön springen kann. Und ein Platz zum Laufen lassen oder zum Wälzen und so wäre auch nicht schlecht. Und halt eine Halle, weil im Winter draußen reiten ist blöd. Aber ansonsten habe ich da jetzt keine riesengroßen Anforderungen. Also hast du ja im Prinzip alles, was du brauchst. Ja, hab alles bei uns, was ich brauche. Und Espresso auch? Ja, dem geht's gut. Wie kamst du denn zu deinem Pferd? Musstest du deine Mami überreden? Nein, ich musste meine Mama nicht überreden, ein Pferd zu kaufen. Das hat sich eigentlich eher so spontan ergeben, dass ich mein erstes Pony bekommen habe vor... Warst du 4? Als ich 4 war. Da haben wir das auf dem Ortenberger Markt. Die Leute hier aus der Umgebung, die werden den vielleicht kennen. Das ist so ein, nennt sich auch Kalter Markt, in Ortenberg. Das ist so ein Markt halt und da gibt es dann einen Tag so ein Viehmarkt. Da haben wir halt dann mein erstes Pony gesehen und haben sie eigentlich gekauft, weil sie uns so leid getan hat. Also Mama hat sie gekauft. Ich habe nicht gesagt, wir kaufen jetzt das Pferd hier, ich habe Geld. Und dann hatten wir halt einen Pony und dann haben wir da mit dem Pony gestanden. Und das hat sich dann so ergeben. Und als das Pony dann eingeschläfert wurde, dann kam das nächste Pony und so hat sich das immer ergeben. Also dann musste ich die Mama auch nicht mehr überreden, weil dann waren die Pferde einmal da und dann geht's auch nicht mehr ohne Pferd. Wie groß bist du und wie groß ist der Espresso? Ich bin 1,68 vielleicht. Okay.
knapp? Keine Ahnung, ich weiß nicht so genau, wie groß ich bin. Auf jeden Fall nicht so groß. Und der Espresso ist ungefähr 1,70. Aber ich habe ihn auch noch nie gemessen, also keine Ahnung. Mit Zeit, oder? Egal. Ist doch eigentlich egal, wie groß er ist. Genau. Hattest du vor dem Espresso schon andere Pferde und wie hießen die? Ja, hatte ich. Also ein Pferd, aber das hatte ich nur 4 Wochen, weil es krank war. Aber dazu habe ich ja auch schon in einem anderen Video was erzählt. Das kann ich auch euch gerne noch in der Infobox verlinken. Und davor hatte ich schon ein paar Ponys und die hießen Perdi, Olymp, Bonito. Wo ist das Tizian? Auch Zwerg. Zwerg. Oh, scheiße, den habe ich voll vergessen, gell? Ups. Und der Zwerg. Hast du Tipps, um keine Angst vor hohen Sprüngen zu haben? Nicht direkt. Also, ich finde, die Routine spielt eine große Rolle. Wenn es jetzt richtig hoch ist, da ist es jetzt auch nicht so, dass ich da so locker, flockig drüber reite und mir denke, oh, ist doch nur ein kleines Sprüngchen. Also da schlägt das Herz doch schon ein bisschen höher, ne, wenn die Sprünge höher werden. Da ist schon ein bisschen Adrenalin mit dabei. Üben, 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 damit man auch selbst sicherer wird und sicherer mit dem Pferd zusammen wird. Und dann wird schon klappen. Ja. Also ich habe jetzt auch keine richtige Angst, aber schon Respekt dann teilweise auch vor der Höhe. Thema eigenes Pferd. Ja. Sind die Kosten akzeptabel oder ist es doch ziemlich kostspielig? Also zum Thema eigenes Pferd. Also es ist natürlich schon teuer. Ein eigenes Pferd, machen wir uns mal nichts vor. Es ist ja nicht nur die monatliche Miete für einen Stall, sondern dann auch Tierarzt, Hufschmied, Versicherung. Da kann sich ja so viel anhäufen. Und ja, aber zum Stall, da kommt es ja auch drauf an. Man kann sein Pferd für 150 oder 200 Euro in einem Stall unterstellen. Das Pferd hat alles, was es braucht und dem geht es gut. Und man kann sein Pferd für 800 Euro im Monat unterstellen und dem Pferd geht es vielleicht nicht so gut. Also es kommt ja immer drauf an, wo man sein Pferd hinstellt. Und man kann schon, was heißt jetzt relativ günstig, aber es ist einfach teuer. Ein Pferd, wollte ich gerade sagen, ein Pferd ist nicht günstig. Ein Pferd ist halt einfach nicht so günstig, nee. Ja, Isa, wie stehst du denn zu einer Reitbeteiligung? Also zu Thema Reitbeteiligung. Ich finde eine Reitbeteiligung eigentlich sehr gut, sage ich jetzt mal. Ich hatte auch bei meinem Pony früher eine Reitbeteiligung, einfach damit ich auch nicht jeden Tag in den Stall muss. Und es ist natürlich auch eine finanzielle Unterstützung, gerade für Leute, die ein eigenes Pferd haben und haben nicht so viel Geld. Ja, aber beim Espresso würde ich jetzt nicht unbedingt eine Reitbeteiligung wollen, weil er halt manchmal einfach ein bisschen böse ist. Er ist ja oft lieb, aber manchmal auch böse. Und wenn ich dann, ich sag jetzt mal, jemanden hätte, der zwar gut reitet, aber auf so böse Situationen nicht vorbereitet ist und es passiert was, hätte ich einfach kein gutes Gefühl. Und deshalb gibt es nur wenige Leute, die ich halt auf ein Espresso drauf lasse, mit gutem Gewissen. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, der oder die reitet ihn zweimal die Woche, sondern es ist dann eher mal so just for fun oder Urlaubsvertretung oder so. Aber generell finde ich Reitbeteiligung gut und finde es auch gut, wenn Leute selbst nur eine Reitbeteiligung haben, sage ich jetzt mal, und kein eigenes Pferd, weil es gibt ja auch Leute, die haben eine Reitbeteiligung, reiten das Pferd 4-5 Mal die Woche, weil die Besitzer keine Zeit haben oder generell jemanden haben wollen, der sich komplett ums Pferd kümmert. Also ich bin auch, als ich mein Pony noch hatte, ein anderes Pferd mitgeritten. Und die bin ich auch fast jeden Tag geritten und die war nicht mir und ich konnte trotzdem machen mit der, was ich wollte. Also es ist jetzt nichts Schlechtes. Habe ich damit deine Frage beantwortet? Ja. Gut. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und wir viele eurer Fragen beantworten konnten. Und wenn ihr jetzt noch mehr Fragen habt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und vergesst nicht zu sagen, ob ihr die Mutti mal springen sehen wollt. Nein, vergesst es. Auf dem Espresso. Ihr wollt ja die Mutti nicht im Krankenhaus mit dem Beinbruch liegen sehen, oder? Ja doch, also nein, vielleicht ergibt sich das jetzt mal im Sommer, ne? Und ja, wir hoffen, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss.